So, hallo. Wir machen weiter. Bei Breath, Quatsch, ja, ich wusste, irgendwann passiert das. The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Letztes Mal haben wir den Schnee verschwinden lassen, indem wir den ersten Tempel erledigt haben. Und Infos zum Let's Play in der Beschreibung. Es ist blind. Ihr seht alles, was ich auch erlebe. Also es wird nichts geschnitten. Und Tipps und so weiter sind immer gern gesehen, solange sie nicht irgendwie spoilern. Also wenn ich zum Beispiel jetzt im Tempel eine Truhe vergessen habe, die brutal wichtig ist, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Ausrüstungsstück drinne, was halt, na, was man jetzt nicht sonst irgendwo bekommt, das könnt ihr gerne sagen, denn ich werde nicht von selbst nochmal in den Tempel zurückkehren. Aber ansonsten mit Tipps und so. Ne? Tipps sind super, aber halt nicht spoilern. Gut. Und stimmt, wir sind hier in diesen Tempel gegangen. Das ist der Tempel bei dem Stall, bei dem Zeitungsstall, richtig? Der Tempel beim Stall der Orni. Der Tempel. Der Schrein, meine ich. Und hier müssen wir jetzt Dinge tun. Ah ja, ich sehe auch schon, was wir tun müssen. Huch. Ach so, falsche Dings. So, zack. Wir müssen die Raketen da reinjagen. Na gut, ne? Dann lege ich die halt dahin. Ich sagte, dann lege ich die halt dahin und dann kriegt ihr halt einen Stoß. Und dann macht die Klong. Und dann war es das. So. Und das Ganze machen wir jetzt scheinbar auch mit so einem Wagen. Okay. Interessant, dass hier mehrere sind. Das wäre jetzt cool, wenn das so eine Achterbahn wird, aber das geht einfach nur hier hoch, na? Schade. Das geht einfach nur da hoch. Ja, ist okay. Aber wir bauen eine Achterbahn draus. Keine Ahnung, ob man das muss, ist aber auch egal. Hat gut funktioniert. Zack. Und noch mal eins ran. Ich will eine ordentliche Achterbahn haben. Jawollo! Klock. So. Alles noch auf dem Schienen? Jawoll. Sehr schön. Ah nee, das wollte ich gar nicht. Das war nicht, also jetzt blöd gelaufen. Okay, puh. Ich wollte es nur ein bisschen vorbewegen, aber es ist okay, es passt so. Das passt so, das passt so. So, dann einmal so rum. Und zack. Okay, das geht jetzt ordentlich ab hier. So, jetzt würde mich interessieren, dadurch, dass alles miteinander verbunden ist, aktiviere ich dieses Ding da hinten jetzt trotzdem, wenn ich hier draufschlage? Nein. Ich bin dumm. Natürlich völlig die falsche Richtung gewesen. Das war natürlich vollkommen die falsche Richtung. Das, ja. Reden wir bitte nicht drüber. Moment. Die muss natürlich mit der Nase daran. So, stups. Zack. Und Abflug. Hui. Oh. Das war ja jetzt nicht so gut. Brauche ich zwei? Oder liegt es jetzt. Habe ich es jetzt wirklich zu schwer gemacht? So, dass es durch die vielen Wägen jetzt einfach zu schwer geworden ist. Ist das das Problem? Das wäre sehr schade.
Ach nee, die ist dadurch, dass ich die vorhin benutzt habe, ist die halt schon leer gegangen, ne? Ich glaube, das ist das Problem. Ich habe die ja vorhin schon benutzt. Mit meinem Fehlversuch. Und das hat schon dann genug Energie abgezogen, wahrscheinlich. So. Und zack. Okay, jetzt bin ich gespannt, ob es reicht. An sich sieht's gut aus. Hui. Ja, easy. Sehr schön. Okay. So, mich würde nur interessieren, wo ist hier die geheime Truhe? Wenn es eine gibt, muss es aber eigentlich. Ah! Shit. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt nicht so gut. Wie hoch ist das Ding gewesen? Ah, man sieht's nicht. Moment. Ja, das war nicht hoch genug. Ah, dann muss ich das doch mit einem Einzelwagen machen. Das ist jetzt ja ärgerlich. Wie komme ich denn? Aber selbst wenn ich hier hochfliege, auf der Schiene, selbst wenn ich auf der Schiene hochfliege, dann springe ich ja eher so in die Richtung. Reicht es dann wirklich, um darüber zu fliegen? Es wird wohl auf einen Versuch ankommen müssen. Ja, es wird wohl auf einen Versuch ankommen müssen. Halt, falsches Dings. Oder wie hoch kriege ich den? Ja, das ist halt überhaupt, also das ist halt nicht mal ansatzweise hoch. Das ist halt nicht mal ansatzweise hoch. Ich kann es auch nicht tricksen, ne, dass ich durch diese Lampen hochkomme irgendwie zufällig. Nee, schade. Ah, das ist jetzt blöd. Nee, da gibt es keine Stelle, an der er plötzlich grün wird. Sonst könnte ich das mit jeder Lampe machen, so Stück für Stück nach oben. Na gut, okay, wir probieren einfach mal die Variante, die halt am wahrscheinlichsten ist. Ach so. Beziehungsweise, wie geht's eigentlich hier weiter? Also darüber, aber darüber ist nur dahin und das ist dann ja, nee. Nee, nee, ich muss das schon mit dieser Rampe hier machen. Sonst funktioniert das nicht. Ich dachte, er bewegt sich, aber ist noch ein Stück vor, dass er von selber anfängt zu. Ja, okay, dann halt nicht. Gut, ja, jetzt kommt er. Jetzt kommt er, natürlich. Schon recht. Okay. So. Dann haben wir aber auch nur einen einzigen Versuch immer. Und wenn ich den versaue, dann ist halt blöd. Warte, machen wir die mal vorne ran vielleicht. Vielleicht hat das nochmal mehr Wirkung. Könnte ich mir denken. So. Hä? Was war das? Hattet ihr das auch oder? Ich hatte kurz blauen Bildschirm, so, als wäre das Bild beim Fernseher einfach weg. Das war ja gerade richtig weird. Aber scheint auf der Aufnahme nicht. Nee, das war dann nur der Fernseher,
der kurz die Verbindung verloren hat. Okay, interessant. So. Ja, jetzt würde ich gern speichern können, damit wir das immer wieder probieren kann, falls es schief geht. Aber hey. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Okay, andere Idee. Wir machen die Dinger an die Seite. So. Wehe, in der Truhe ist nichts Wichtiges. Wenn da einfach nur, keine Ahnung, Rhodonit oder so ein Zeug drin ist, was man halt überall kriegt, dann bin ich sauer. Man will schon, dass, also, man will ja schon, dass sich das Ganze irgendwie ein bisschen belohnend anfühlt. Und wenn da halt irgendwas drin ist, was ich eh easy bekommen würde, dann fühlt sich das halt nicht so belohnend an. Aber ich schätze, es wird der Fall sein, weil bisher war noch nie irgendwas wirklich richtig Krasses drin. In den Truhen. Also hier in denen jetzt, in den Schreintruhen meine ich. So, was passiert jetzt? Hui! Oha, das reicht. Also wir waren hoch, aber waren wir hoch genug? Oh shit, und jetzt ist der da auch noch so gelandet. Oh, das ist gar nicht gut, weil wenn ich jetzt die Zeitumkehr mache. Oh, nee. Also selbst wenn ich jetzt die Zeitumkehr mache, dann jietet mich das ja sonst wohin. Ja. Mit Momentum hätte das vielleicht funktionieren können. Ja, aber jetzt ist er wieder unten. Oh, Junge. Will ich jetzt wirklich das ganze Video nur mit diesem Wagen hier verbringen? Und mit den Raketen? Ich meine, es wirkte ja soweit nicht verkehrt, ne? Ach, Quatsch. Es wirkte ja soweit nicht verkehrt, was da passiert ist. Aber es ist halt. Es ist halt. Weiß ich nicht. Ich denke, wir lassen die Truhe einfach mal Truhe sein. Es dauert einfach. Also, dauert mir jetzt einfach zu lange, da so lange rumzuwurschteln, bis es gut funktioniert. So, wenn ich die wieder hinten ranpacke, dann ist es ja wieder nicht gut, ne? Die Seite war ja grundsätzlich nicht verkehrt, aber also es würde mich halt sehr wundern, wenn wirklich das am Ende die Lösung ist, weil es fühlt sich schon sehr bisschen zufällig an, wie das Ding dann hochfliegt. Das muss irgendwie anders noch gehen. Viel einfacher. Das muss irgendwie noch viel einfacher gehen. Weil die ist sehr ungünstig gesetzt. Nein. Ja. So, also die sehen schon nicht schlecht aus. Aber das ist jetzt wieder, was ich meinte, ne? Ich würde jetzt gerne speichern können. Weil ich so halt auch nicht. Ich muss das Momentum halt nutzen, das. Oh Gott. Das reicht niemals. Das reicht nicht. Das reicht einfach nicht.
Was mache ich falsch? Es reicht nicht. Ha, das ist der Wagen, ne? Oder? Moment, welches ist jetzt der Wagen? Und wie hoch war der? Warte mal. Ja. Okay. Ich habe halt wieder einen Versuch und das ist das, was mich nervt. Oh shit, der hat sich gedreht. Ja, ich hab's befürchtet. Ich hab's befürchtet, dass er sich eh gedreht hat. Ah. Oh! Oh damn, ich hab die drei Raketen hier nicht gesehen. Oh damn, ich hab die drei Raketen hier nicht gesehen. Dann habe ich ja insgesamt fünf. Ich hab die. Okay, die habe ich nicht gesehen. Das ändert alles. Das ändert natürlich alles. Und da fällt mir... Ja. Ich kann natürlich auch Zeit sparen und einfach die zusammen transportieren. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Okay. Was passiert jetzt? Ich habe ein bisschen Angst. Hä? Wieso haben die sich gelöst? Nee, jetzt muss ich erst wieder normal hoch. Das. Och, komm. Aber wieso haben die sich jetzt gelöst? Was war das denn für ein Käse? Muss ich die alle direkt am Wagen anbringen? Dass die sich nicht lösen können, oder was? Och, das ist ja wieder ein Käse jetzt hier. Also jetzt erst wieder normal hoch. So. So, jetzt sind wir wieder normal oben. Meine Güte, echt. Oh, da kann ich am Ende... Nein, ich bin dumm. Ich bin richtig dumm, wartet mal. Das lässt sich ganz anders lösen. Nee, oder? Die kommen ja nicht zurück, die gehen ja kaputt da oben. Nee, das lässt sich... Stopp! Ich bin wirklich dumm. Müsste nicht sowas hier funktionieren? Lol. Lol, nein! Okay, es ich war oben. Ah, okay. Also, das ist natürlich auch nicht. Ich war von der Rampe halt so angetan. Ich dachte halt, ich will da hinspringen. Ja, das ist natürlich auch eine Idee.
Oh Mann. Das ist ein bisschen arg eskaliert gerade. So. Ja, jetzt erwarte ich auch nichts mehr Brauchbares da drin, weil das war jetzt wirklich viel zu einfach, daran zu kommen. Das war jetzt wirklich viel zu einfach, daran zu kommen. Ja, Auch noch das Beispiel, was ich gesagt habe. Natürlich. Logisch, logisch. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Okay. Okay. So. Okay, das hat viel zu lange gedauert. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Das hat viel zu lange gedauert. Das Witzige ist, ich war jetzt ja schon drüben. Nur noch nicht so ganz richtig, ne? Aber da sieht man mal, was für eine Macht diese Raketen haben. Die sind schon ordentlich mächtig. So, let's go. Let's go. Hui. Okay. Sehr schön. Also im Grunde sind die Schreine alles riesige Tutorials für diese Sonaubauteile, wenn man so will, ne? Eigentlich sind die Schreine einfach nur Tutorials für die Sonaubauteile. So, zack. Nummer 2. Okay. Das hat viel länger gedauert, als es sollte. Es tut mir leid. Wir haben jetzt 20 Minuten. Ach, scheiße. Wir haben jetzt 20 Minuten hier drin verbracht. Ja, das ist, Ja, das ist das Beispiel mit ihr seht alles, was ich erlebe. Ich habe das jetzt halt erlebt. Okay. Gut. Ja, nun also. Guck mal, da will ich hoch. Da will ich hoch. Da will ich hoch. Das sieht nach einem Krogversteck mindestens aus. Das ist mindestens ein Krogversteck. Okay, das reicht nicht. Das ist schlecht. Wie komme ich dann da hoch? Ja, ich kann nirgends zwischen. Ja, an der Decke klettern kann ich nicht. Geht das dann nur von oben runterfallen lassen? Geht das wirklich nur von oben runterfallen lassen? Und was ist da? Seh ich, was da oben ist? Ja, das war klar. Sehe ich irgendwas? Da ist ein Bauteil. Ist da einfach nur ein Bauteil? Das sieht halt auch sehr interessant aus, dass es einfach in der Luft aufhört, das Wasser. So, hä? Warum, hä? Da muss doch irgendwas sein, wo das drauf fällt und man sieht es nur gerade nicht. Hä? Was ist da? Wieso hört das in der Luft auf? Macht das alle Wasserfälle? Hören die alle in der Luft auf? Ich habe mich noch gar nicht drauf geachtet, so richtig. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Auch interessant, da ist eine Rakete. Hä, was? Wieso habe ich denn jetzt den ausgelöst? Okay, aber das würde ja bedeuten, ich könnte vielleicht mit irgendeinem Objekt da hochfliegen. Ah, nee, es ist eine Truhe. Es ist eine Truhe. Okay, kein Sonaubauteil, es ist eine Truhe. Ja, okay. Die Truhe könnte schon wieder relevant sein, weil wir wissen ja, wir haben ja gesehen. Es gibt ja diese, na, weißt du schon. Es gibt ja diese.
Feuerfrüchte. Let's go. Es gibt ja diese Karten, genau. Diese Karten, die in den Truhen sind. Habe ich Exalfosse schon fotografiert? Nein. Let's go. Ein heimliches Paparazzi-Foto von einem Exalfoss. Danke dafür. Tschüss. Okay. Mehr Feuer. Oh mein Gott, ja. Ah ne, okay, keine Feuerfrucht mehr. Aber Wildbeeren auch gut. Und Chilis. Ah, leider keine Feuerfrüchte. Ist okay. Ich glaube, Feuerfrüchte gab es am Anfang recht viele, ne? Wo wir gelandet sind. Wenn ich wieder Feuerfrüchte brauche, sollte ich da vielleicht nochmal hin. Wäre vielleicht grundsätzlich eine Idee. Okay. Ja, ich glaube, ich muss irgendwas bauen, um da hochzufliegen mit der Rakete. Das wäre wahrscheinlich der schnellste Weg, um da hinzukommen. Ach so, beziehungsweise man hätte ja, theoretisch hat man ja Bauteile dabei, ne? Also ich könnte ja auch, habe ich so ein Springbrett dabei? Ne, so ein Springbrett habe ich jetzt gerade wieder nicht dabei. Ventilator hätte ich. Ventilator wird nicht reichen. Ah. Na komm. Oh, ich habe den noch ausgewählt, will ich gar nicht. Den Sonaniumbogen behalten wir erstmal. Auch nee, hat den jetzt... LOL, hä? Wer hat den jetzt... Wer hat denn den... Ach, er schießt... Oh mein Gott, der hilft nicht nur zum Flug, der schießt auch. Das ist ja voll gut. Das ist ja voll... Der hilft mir zum Kämpfen. Oh mein Gott. Der hilft mir zu kämpfen. Das ist ja voll gut. Das habe ich noch gar nicht gerafft, dass der das macht. Jo, aber das feiere ich. Das gefällt mir. Oh shit. Mann, hör doch mal auf mit der Scheiße. Weg. Oh Bruder, das hat wehgetan. Okay, kämpfen kann ich halt noch nicht so gut. Konnte ich noch nicht so gut. Dieses Ausweichen kann ich immer nicht in so einer Situation. Aber, ja. Aber der kämpft mit. Das ist ja voll gut. Dann lasse ich den ja dauerhaft draußen. Dann lasse ich den ja sowas von dauerhaft draußen. So, der trifft, was ich nicht treffe. Der trifft einfach, was ich nicht treffe. So ein Ding ist das. Nice. Ist hier nicht auch... Oh ja, da ist auch das, was ich brauche. Nein. Ah, ich habe keine Feuerdings. Moment. Ich wollte Feuerdings. Mach Boom. Scheiße. Mach Boom. Sehr gut. Nein, ich drücke falsche Tasten. Ich drücke immer noch falsche Tasten. So. Welche Waffe ist denn jetzt sinnvoll? Ich will ein Schwert auf jeden Fall nutzen. Ja, dass ich den Bogen haben kann. Nice. Das lief doch schon deutlich besser als alles andere davor. Das sind Boxschilder, die kann ich nicht. Da ist die Truhe.
Oh, Rösteich. Ach ja, logisch, weil jetzt die Eichel geröstet wurde, okay. Sehr schön. Stachelkugelhammer. Okay, weil der halt die Stachelkugel dran ist, sieht das recht ordentlich aus. Was schmeißen wir denn mal weg gerade? Was ist denn nur so eine Zweckwaffe? Steinfragmentfächer. Ah, hier, Hartholzstock, der kann weg. Der kann Abflug machen. So, haben wir den schon fotografiert? Ja, okay. Gut. So. Dann haben wir hier auch mal ein bisschen aufgeräumt. Noch schön hier Loot mitnehmen. Soldaten-Zweihänder. Haben wir auch noch nicht fotografiert. Machen wir gleich mit. Da noch was drauf? Nee. Aua. Okay, so. Jetzt würde mich was interessieren, wie hoch ist denn dieses Ding? Oh, ich sehe was. Ich sehe was. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ah, lol. Ah, da könnte man auch jetzt hier. Oh, das könnte man auf die Fässer runterschießen. Ah, das wird nicht ganz reichen. Ne, das geht in die Richtung, aber dann bin ich immer noch nicht hoch genug. Nein, wir machen das anders. Wir machen was anderes. Wir machen was anderes. So, mitkommen. Nein! Das ist nicht, was ich wollte. Oh, jetzt krieg ich die nicht mehr hoch. Ah, das ist jetzt blöd. Das ist auch nicht, was ich wollte. Hey, wirft da irgendjemand irgendwas? Oh, lol. Wow. Oh Mann, aber jetzt sind die hier unten. Ich wollte die da oben haben. Aber die gehen halt nicht höher. Ich krieg die nicht höher. Oh, das ist dumm. Kann ich die hier irgendwie hoch oder so, dass die kurz halten? Nee. Kann ich hier irgendwie hoch? Bisschen höher zumindest. Ja, ich glaube, hier kann ich sie ablegen. Ja, mit ein bisschen Glück kann ich sie hier ablegen. Noch nicht so ganz, wie ich das will, aber ich könnte was anderes probieren. Oh, kriegen wir gleich Blut. Oh, wir kriegen gleich Blutmond. Scheiße. Ach, nee. Dann sind die Steine eh gleich weg, na? Wenn des Blutmonds Licht. Nein, die Steine sind noch da. Okay. Da drüben gehen die immer noch nicht hin. Das ist blöd. Mann. Oh. Okay, aber sie könnten da oben liegen bleiben.
Mit ein bisschen Glück bleiben sie da oben liegen. Sieht gut aus. Mann, nerv mich nicht. So. Hä? Och nee. Jetzt sind die da runtergejietet. Ach, das ist doch alles dumm. Okay, was habt ihr? Lassen wir das mit dieser Höhle, Nat. Der Kataklysmus hat viele Höhlen entstehen lassen, also suchen wir uns eine andere. Diese Höhle hier, sie ist voller Wesen, die ich noch nie gesehen habe. Ehrlich gesagt will ich einfach nach Hause. Ach komm schon, lass uns wenigstens reingehen, um die Leuchtpilze darin aufzusammeln. Wir sind auf den ganzen weiten Weg hergekommen, um Leuchtpilze zu suchen. Man findet sie eben nur... Okay, die brauchen Leuchtpilze. Okay, dann muss ich nicht in die Höhle, dann kann ich dir einfach Leuchtpilze geben. Okay, ja, komm. Wir haben geklärt, was los ist. Ich habe Leuchtpilze. Ja, nimm. Yay. Ja. Ja. An das ich gerade denke. Oh, geht's um die... Oh, geht's jetzt um die hier, Viecher? Über das reden wir mit niemandem. Aber wenn wir das nächste Mal treffen, wäre Schicksal, oder? Dann müssen wir es ihm verraten. Irgendwo hier in Hebra. In den Norden. Wenn wir uns wiedersehen, Festung. Muss ich die jetzt wiederfinden, damit die mir sagen, was es mit diesen Signum-Dingern auf sich hat? Das sind doch bestimmt die Signum-Dinger, um die es geht. Ja, wow. Okay, in den Norden. Halt, Norden, Karte. Ja, toll. Also irgendwo im Norden finde ich die dann wieder. Cool. Das ist ja ein kleines Gebiet, wo die auftauchen können. Ha, okay. Und hier ist die Höhle, von der die geredet haben, ne? Ich aktiviere die Höhle mal kurz. So, dann ist sie nämlich entdeckt. Die Leuchtpilzhöhle. Und was sie mir auch... Genau, hier ist nämlich die Leuchtpilzhöhle. Was ich glaube auch mittlerweile hier der Fall ist, ist, dass verschiedene Sachen so abgehakt werden. Hier, guck mal, hier zum Beispiel Höhle der Hebra Südspitze hat so einen Haken bekommen, ne? Und die hat auch so einen Haken bekommen. Und diese Leuchtpilzhöhle hier, die hat noch keinen Haken. Ne? Und ich glaube, die kriegen dann den Haken, wenn man dieses Signum-Ding hier findet. Ich glaube, so ist es. Hoppala! Ich glaube, so ist es gedacht. Okay, habe ich irgend... Dann looten wir mal gerade die Höhle. Die wird jetzt schon nicht so riesig sein. Ja. Das war zu erwarten, dass ich dagegen jiete. Oh, da sind wieder die Dinger. Die sind auch ganz cool. Oh. Blaue. Habe ich euch schon fotografiert? Nein. Let's go. Aber die halten halt echt nicht so viel aus. Ah, dafür ist der Dings gleich wieder kaputt. Aber das macht gar nichts.
Weil so ein Felsbrockenbohrer klingt auch nicht verkehrt, ne? Ach, so ein Viech wieder. Großartig. Na gut, aber die muss man auch kaputt machen. Die haben ja meistens eine Truhe, die sie beherbergen. Und tschüss. Hast du auch eine Truhe für mich? Nice. Schön. Dann können wir jetzt nämlich gleich die Waffe hier wieder mit. Gerade hatte ich noch genug Waffen, jetzt habe ich eine wieder reingelegt. Dann lassen wir wohl doch das Eisvogelschwert hier. Haben wir das schon fotografiert? Nein, let's go. Weil eine Waffe, die mir Steine kaputt macht, ist gerade sinnvoller als das Eisvogelschwert. Und irgendwo hier muss jetzt noch dieses Signum-Viech sein. Oha. Okay, die Höhle ist doch ein bisschen größer als erwartet. Oh, was ist denn hier? Was ist denn hier? Halt. Nein, ich will. Nein, ich. Oh mein Gott. So, das wollte ich. Schön. So, was haben wir denn hier? Ist das ein Jäger-Dings? Einfach eine Truhe. Einfach in Kleidung. Okay, cool. Dieses rituelle Hemd aus uralter Zeit ist aus einem Kälterzwang in Material hergestellt und zwar so in diese Kleidung. Okay, cool. Das wäre natürlich für den Tempel da oben cool gewesen, weil es in Kälteregionen dann sozusagen mehr Schaden macht. Interesting. Okay. Coole Sache. Ja, hakt aber eben das noch nicht ab. Ich bin mal gespannt, sobald ich dieses Signum-Ding habe, ich denke, dann wird die abgehakt. Das ist das, was ich rausfinden will. So. Da könnte man hoch. Jetzt gehen wir erstmal hier. Okay, wir looten erst noch da drüben die Pilze weg. So. Okay, mehr ist hier nicht, ne? Nee. Weil dann kann ich jetzt schon hier hoch, ja. Ja, da ist er. Ach komm. Ah, toll. Okay, ich hol's nach. Ich mach kurz hier kaputt. Okay. Zwei Leuchtstände. Aber ich glaube, hier ist auch die Höhle zu Ende, ne? Karte? Karte? Mein Gott! Karte. Ja, ist immer noch nicht abgehakt. Signum. Und Höhle ist abgehakt. Okay. Das heißt, ich sehe sehr gut auf der Karte, ob ich das Signum habe oder nicht. Das ist sehr, sehr gut. Weil ich hätte mir das niemals gemerkt. Na? Das ist sehr, sehr gut. Okay, jetzt würde mich noch interessieren, will ich vielleicht irgendwas anderes ersetzen? Aber ich sehe jetzt keinen Sinn des Eisvogelschwert. Also ganz ehrlich, die Sachen, die ich habe, sind einfach besser. So. Du bleibst hier.
Okay, cool. So, dann haben wir noch mal was anderes gemacht, aber damit haben wir noch mal etwas erfolgreicher in dem Part was erledigt. Da bin ich ja ganz froh drum. So, raus aus der Leuchthöhle. Jetzt wird mich halt noch die Truhe da oben reizen, aber da kümmern wir uns mal anders drum. Oh! Oh! Mit den Holzdingern wird es auch natürlich noch viel einfacher gehen. Ich glaube. Kriege ich die da hoch? Ah, das ist halt alles so. Das ist halt alles so weg. Ah, doch, die Holzdinger könnte ich da hochkriegen. Aber na, nee. Nee, wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir haben ja sowieso am Anfang ein bisschen Zeit verschwendet. Dann können wir jetzt noch ein bisschen Zeit aufwenden. Aber jetzt sind auch meine Steine weg, die ich hier runtergeschmissen habe, ne? Ach, Käse. Jetzt sind die auch weg. Und das Blöde ist, die Monster sind wieder da. Also ich komme jetzt so schnell an die Felsbrocken nicht ran. Link, nee. Rutsch doch jetzt nicht komplett. Ach, rutsch doch nicht komplett. Ach, komm. Das war doof, Link. So. Vielleicht kriege ich aber woanders auch so ein Felsbrocken her. Die Dinger kann ich ja nicht tragen, ne? Nee, schade. So, guck mal, da drüben ist dieses Ding. So. Jetzt gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. Dann gehen wir hier hoch. Ah, da ist leider nichts. Auf der Plattform selbst ist leider nichts, was ich. Mann. Die Steine da drüben wären super dafür, aber die muss ich da halt erst hinbekommen. Okay. So, weil dann ist halt hier die Rakete und damit könnte ich mir halt einfach so ein katapultartiges Ding nach oben bauen. Ach, wisst ihr was? Komm, das ist mir jetzt zu dumm. Das ist mir jetzt zu dumm. Wir machen jetzt einfach den Noob-Weg. Oh, ich war hier im Himmel noch. Ah, ich habe hier im Himmel nichts, wo ich hinporten kann. Ach, das ist doch auch wieder doof. Ah, ich habe hier im Himmel nichts, wo ich hinporten kann. Menno. Es ist dumm. Aber wären hier oben überhaupt Inseln? Wenn ich da einen Port hätte, dann kann ich doch nicht den Loopweg. Aber guck mal, also hier ist die Rakete. So, und. Oh, hier sind zwei Raketen sogar. Aber ich kann mich halt nicht auf Raketen stellen, na, das funktioniert nicht. Wenn ich jetzt noch eine hätte, könnte ich es vielleicht sogar so machen, dass ich mich da kurz so ein bisschen rein. Ja, der bleibt halt nicht drauf. Nein, nicht dagegen schlagen. Dann schießt du die ab, das willst du nicht. Nee. Ich bräuchte noch eine dritte oder irgend jetzt ein Objekt. Irgendein Objekt. Irgendein Objekt. Und deswegen wollte ich die Felsbrocken. Da ist ein Objekt. Was ist das denn für ein Riesending? Hä? Wieso kann ich das denn nehmen? Also das ist ja wirklich riesig. Hoppala. Oh, hi. Ich
finde das so cool, dass ihr einfach mitkämpft. Das ist voll nice. Aber dieses Riesenobjekt, hat es irgendeine andere Bedeutung noch? Oder kann ich das halt einfach nehmen? So. Dass man so kleine Objekte kann man einfach... Okay, cool. Aber dann könnte ich mit dem Ding ja sogar Synthese machen, oder was? Ja, Len. Ja gut, dann habe ich mein Objekt gefunden. Das muss doch jetzt auf jeden Fall funktionieren. Also wenn das nicht funktioniert, weiß ich auch nicht mehr. Da ist einfach gerade noch eins runtergefallen. So. Okay, jetzt pass auf. Und zack. Und zack. Ich kann es wahrscheinlich nicht speichern. Ich speichere es trotzdem mal. Aber ich meine, das wird so wie mit den Plattformen sein. Die sind dann halt weg. Aber ich speichere es einfach mal. Mal gucken. Vielleicht bringt es ja was. Na gut. Jetzt müssen wir es halt noch auslösen können. Ne? Hui. Ja, das hat ja super funktioniert. Muss ich nur noch bei der Truhe landen. Yes. Was immer da drin ist, ist egal. Der Weg ist das Ziel. Okay. Ja, haben wir halt schon, ne? Okay. Okay, ja, der Weg ist das Ziel. Das war doch ganz nett. Gut, ja. Also ich hatte jetzt, ja, ich hatte eigentlich mehr in dem Part vor als das, aber wir haben Dinge getan, die passiert sind. Und ich denke, die Dinge, die wir getan haben, sind jetzt nicht schlecht. Es hätte mehr passieren können, aber es ist okay. Danke fürs Zuschauen und tschüss.